Gucken wir uns noch ein Beispiel an. Ich male die mal gerade hin. Das ist jeweils ein Strich, was ich da hingemalt habe. Das ist sozusagen unsere Unär-Darstellung von Zahlen. Also die macht jetzt was mit Zahlen. Gucken wir uns mal an. Wenn wir so eine Eingabe hier haben, was diese Maschine dann macht. Stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Eingabe. Wir haben quasi die Zahl n als ersten Eingabeparameter, m als zweiten Eingabeparameter. Wir befinden uns immer hier. Das ist unsere Startkonfiguration. Jetzt gehen wir einen Schritt nach links. Ja? Wenn wir einen Strich da sehen, also das sieht irgendwie so aus, das entspricht ja, ich mache das mal so, wir gehen einen Schritt nach links, das heißt, wir sind hier unter dem Dingen. So, und solange da ein Strich kommt, gehen wir weiter nach links. Da sind wir hier, beziehungsweise wir sind hier. Ja, wir durchlaufen sozusagen die ersten M-Striche. So, was passiert dann? Dann zeichnen wir einen Strich. Das heißt, aus dem Dingen würde werden, den mittleren, dieses mittlere Blank würden wir überschreiben mit einem Strich. So, jetzt laufen wir wieder nach rechts. Ja, solange da ein Strich kommt, laufen wir nach rechts. Das heißt, wir laufen bis hierhin. Ja, wir laufen dann das, bei dem letzten Strich laufen wir noch einen nach rechts, dann stehen wir hier. So, und hier steht, wenn wir einen Blank haben, dann laufen wir einen Strich nach links, einmal nach links und malen das Blank und gehen dann in Haltezustand über. Das heißt, was passiert? Das Ding wird hier ersetzt werden durch einen Blank. Und was wir gemacht haben, wir haben die Zahl n plus m addiert. Ja? Indem wir sozusagen einfach dieses Blank hier eliminiert haben. Ja? Wir haben also eine Funktion. Das ist quasi unsere Additionsmaschine, die wir gerade gebaut haben. Nehmen einfach dieses mittlere Blank hier weg, machen dann einen Strich hin und nehmen am rechten Ende einen Strich weg. Ja, dann sind wir sozusagen von den zwischenzeitlich m plus 1 Strichen, haben wir den einen wieder gelöscht. Das heißt, wir haben hier einmal n Striche, einmal m Striche und haben eine Additionsmaschine gebaut.